Das hatten wir für einen starken Vision Sunday letzten Sonntag, oder? Es ist noch Platz im Boot. Heute schließen wir uns an mit einer neuen Predigtreihe Expand. Und ich darf den Auftakt machen. Und der Titel meiner Predigt lautet Mehr Freude. Wer möchte mehr Freude haben hier? Okay. Das ist die richtige Antwort, selbst wenn du gleich hörst, über welches Thema ich spreche. Es ist immer gut, mehr Freude zu wollen. Vor 7 Jahren, am 3. Oktober, lag ich bei meinem Kollegen Viktor Dreier in seinem Wohnzimmer auf seiner Couch und ich habe mich gefragt, was machst du hier eigentlich? Bist du vollkommen verrückt geworden? Warum ich mich das gefragt habe? Nun, Gott hatte zu mir gesprochen, dass ich in die Move Church gehen sollte. Das an sich ist noch nicht verrückt. Die Rahmenbedingungen waren ein bisschen verrückt. Ich kenne Antonio schon, unser Liedpastor, schon lange. Und er hat mich in Kontakt gebracht mit unserem Executive Pastor Thomas. Und wir sind so ins Gespräch gekommen. Thomas hat gesagt, hey, wenn du Lust hast, wir würden dich einladen, Teil von unserem Team hier zu werden. Die Sache ist nur, wir haben gerade kein Geld im Budget übrig, um dich einzustellen. Aber wir würden uns freuen, wenn du kommst. Und ich bin ins Gebet gegangen und Gott hat gesagt, ja, geh. Und ich bin gegangen. Naiverweise dachte ich, ich gehe mal hin und im Rhein-Main-Gebiet findet man bestimmt schnell eine Wohnung, wenn man erstmal da ist. Ja, naja. Ich hatte keine Wohnung, ich hatte kein gesichertes Einkommen. Ich habe ein paar Bekannte angesprochen, ob die sich vorstellen könnten, für mich an die Move Church zu spenden, damit mir ein Teil Gehalt generiert werden kann. Einige haben es auch gemacht, waren da großzügig. Aber es war bei weitem nicht genug eigentlich für das, was ich brauchte. Und so war ich in einer fremden Stadt, wo ich kaum jemanden kannte, ohne Wohnung, ohne Jobsicherheit, ohne finanzielle Sicherheit. Und ich lag auf dieser Couch meines Kollegen und habe mich gefragt, was machst du hier eigentlich? Und vielleicht kennst du so Situationen, in denen du dich fragst, was mache ich hier eigentlich? Jesus, habe ich dich richtig gehört? Also ist der Schritt, den ich jetzt gegangen bin, war das wirklich der Schritt, den ich gehen sollte? Und manchmal ist das so, wenn man mit Vertrauen auf Jesus reagiert, dass man sich erstmal in Situationen wiederfindet, wo man denkt, oh je, habe ich dich richtig gehört? Ist das der Ort, an dem ich sein sollte? Und so. Ich glaube, jeder von uns hat Bereiche in seinem Leben, in denen fällt es uns super einfach, Gott zu vertrauen. Weil du schon positive Erfahrungen mit ihm gemacht hast, entweder selbst oder in deiner Familie. Und du sagst, hey, es ist für mich total einfach, da Gott zu vertrauen, dass er es schon gut mit mir meint. Ich glaube aber auch, dass jeder von uns Bereiche hat, in denen es uns schwerfällt, ihm zu vertrauen und Dinge auch zu wagen mit ihm. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Der Jakobusbrief in der Bibel sagt, dass unser Glaube sich zeigen muss in unserem Tun. Er sagt, unser Glaube ist tot, wenn er sich nicht in unseren Lebensentscheidungen und in unserem Handeln zeigt. Ich kann von hier vorne alles predigen. Was ich tief drin wirklich glaube, seht ihr, wenn ihr mein Leben anschaut und die Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe. Und so ist das mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen an Jesus. In meiner Brust schlagen 2 Herzen. Das eine Herz, das liebt Sicherheit und Kontrolle und Ordnung. Und so strukturiere ich gerne meinen Alltag und mein Leben. Ich mag es, wenn Dinge funktionieren. Und ich optimiere gerne. Das andere Herz in mir, das liebt Abenteuer und Neues und mehr als das, was ich jetzt schon sehe. Diese 2 Herzen vertragen sich nicht immer. Und das zweite Herz, das hat mich in die Situation vor 7 Jahren gebracht, als ich bei meinem Kollegen Viktor auf dem Sofa lag. Wir wollen heute 2 Stories in der Bibel anschauen, warum es genau richtig ist, Jesus zu vertrauen. Und mit unserem Leben Entscheidungen zu treffen, es zu wagen, auf sein Reden hin Dinge auszuprobieren, wo man eigentlich denken müsste, ist das nicht ein bisschen verrückt, weil wir dann Jesus erleben können als den Gott der Wunder, von dem wir gesungen haben. Wir sagen es oft, Wunder erleben wir dort, wo wir sie brauchen. Wunder passieren nicht, wenn wir in unserem Schaukelstuhl zu Hause sitzen. Wunder passieren dort, wenn wir uns hinauswagen und sagen, Jesus, wenn du es gesprochen hast, dann werde ich es tun und ich bin gespannt, was passiert. Wir wollen 2 Männer uns angucken, die beide Jesus begegnen in ihrem Alltag. 2 Männer, die unterschiedlich nicht sein könnten und auch in ihrer Reaktion sehr unterschiedlich sind. Beide Geschichten finden wir im Lukas-Evangelium. Wir starten mal mit der ersten. Ein führender Mann des jüdischen Volkes stellte Jesus einmal folgende Frage. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus ihn. Schon mal eine nette Reaktion, ne? Nur Gott ist wirklich gut. Doch du kennst die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter.
Ein reicher Mann kommt zu Jesus. In der Story wird deutlich, dass er sehr wohlhabend ist. Und nicht nur ist er wohlhabend, er ist auch einflussreich. Er ist bekannt im ganzen Ort, dort, wo er zu Jesus kommt. Die ganzen umliegenden, umstehenden Leute, sie kennen ihn. Sie wissen, wer er ist. Er ist der, dessen Namen man eben kennt. Sehr wohlhabend und nicht nur wohlhabend, sondern offensichtlich ein Herz, was danach sucht, das Richtige zu tun in Gottes Augen. Jemand, der von Herzen Gott gefallen möchte, mit seinem Leben, mit all dem, was er tut. Und so kommt er zu Jesus. Und er fragt ihn, weil er denkt, er hat gehört, dass Jesus kommt und er versucht sein Leben an all den Geboten Gottes zu orientieren. Und weil Jesus der neue hippe Rabbi ist, der in der Stadt ist, der neue Lehrer, der vorbeikommt, an den alle feiern, geht er zu ihm, um ihn auch sicherheitshalber mal zu fragen, gibt es irgendetwas, was ich noch tun müsste, um vor Gott gut dazustehen? Und deshalb diese Ansprache, guter Meister. Er spricht ihn an als jemand, der Wissen hat, als einen Lehrer. Er kommt zu Jesus als einem jüdischen Gelehrten und sagt, hey, guter Lehrer, kannst du mir mal sagen, so was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus konfrontiert das direkt und sagt, es geht nicht darum, ob ich gut bin, es geht um etwas ganz anderes. Und darauf baut diese Geschichte gleich auf und hin. Dieser Mann, er versucht von Herzen Gott zu gefallen. Und deswegen kann er, als Jesus die 5 der 10 Gebote aufzählt, kann er Folgendes sagen, Vers 21. Seit meiner Kindheit habe ich diese Gebote alle befolgt. Und ich denke, so krasses Statement. Ich weiß nicht, ob du das sagen könntest, ich könnte es nicht sagen. Also ich meine, nicht töten kann man relativ leicht dann noch vielleicht einhalten, aber es gibt andere Regelungen, nicht lügen oder so, nicht Schlechtes über andere gesagt haben, nichts Falsches über andere verbreitet haben. Ich weiß nicht, ob er es wirklich seit seiner Kindheit alles geschafft hat, aber ich sag mal so, Jesus widerspricht ihm nicht. Und wenn er auch nur annähernd so gut ist, wie er glaubt, dass er ist, ist er ein richtig guter Mensch und ein besserer Mensch als ich. Und wahrscheinlich auch du. Und dieser gute Mensch, er kommt zu Jesus und er sagt, Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Gibt es noch etwas Gutes, was ich tun kann? Weil nicht nur tut er viel Gutes, sondern er ist gleichzeitig in sich auch total unsicher, ob er vor Gott jetzt richtig dasteht oder nicht. Und er hat ein bisschen Angst zu verpassen, etwas zu tun, was er noch tun müsste, damit er gut vor Gott dasteht letzten Endes. Die Sache ist, dass seine Beziehung zu Gott aufgebaut war auf Regeln und Gesetze. Er hat seine Beziehung zu Gott daran orientiert, dass er sich gefragt hat, was möchte Gott von mir und wie kann ich es schaffen, all das zu erfüllen. Er hat 5 der 10 Gebote erfüllt und er denkt, weil ich ein guter Mensch bin, stehe ich vor Gott gut da. Jesus konfrontiert genau diese Überzeugung mit seiner folgenden Aussage. Es gibt noch eines, das dir fehlt, sagte daraufhin Jesus. Verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Es ist immer schön, Jesus zu begegnen, oder? Dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Dieser Mann ist davon überzeugt, dass wenn er gut genug lebt, dass Gott ihn gut findet. Und Jesus sagt, okay, wenn wir auf dieser Basis aufbauen wollen, wenn du die 10 Gebote nehmen willst, dann stoße ich deine Nase mal direkt auf das erste Gebot, was du direkt verletzt hast. Das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dieser Mann, er vertraut seinem Geld mehr, als er Gott vertraut. Er hat einen Gott, der neben seinem Gott steht und das ist Geld. Und Jesus stößt ihn darauf und sagt, wenn es um Regeln geht, dann sage ich dir, du scheiterst bei der allerersten. Das, was er damit möchte, ist, dass er diese Selbstgerechtigkeit des jungen Mannes zerrütteln will und sagen will, hey, das ist nicht das, worauf es ankommt. Öffne die Augen, wer vor dir steht. Öffne die Augen, was er dir bringen kann. Und das finde ich das Absurde in dieser Situation. Wir lesen was, er wurde traurig, denn er war sehr reich. Auch nichts, wo wir denken würden, dass man darüber traurig ist. Aber er ist traurig, weil er das hört, was Jesus sagt und denkt, ich kann das nicht. Und er dreht sich um und er geht weg. Die Tragik und die Ironie dieser Geschichte ist eigentlich unfassbar. Er fragt sich, wie kann ich Gott gefallen? Er steht Gott gegenüber. Jesus, Gott in Person, steht vor ihm und sagt, ist die Antwort auf diese Frage. Und anstatt, dass er sagt, ich kann es nicht, ich brauche Hilfe, dreht er sich um und er geht weg, weil er es selber nicht kann. Und Jesus sagt, richtig, du kannst es selber nicht, du brauchst einen Retter und ich bin der, der gekommen ist für dich. Aber er versteht es nicht. Und er denkt, Jesus will ihn berauben. Und vielleicht stimmt der Jesus sogar theoretisch zu. Sagt, ja, vielleicht wäre es besser, wenn ich es machen würde, aber ich kann es nicht. Und er dreht sich um und er geht traurig weg. Ich glaube, dass das in unserem Leben ähnlich sein kann. Ich glaube, dass es immer wieder Momente gibt, wo Jesus uns einlädt, ihm voll zu vertrauen mit unserem Leben. Und wir drehen uns um und gehen traurig weg und sagen, Jesus, das kann ich nicht. Das ist mir ein bisschen zu viel. Der Anspruch von Jesus war niemals, dass wir das selber können müssen.
Was war der Anspruch von Jesus? Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Er hat gesagt, bei mir findet ihr all das, was ihr braucht, um das Leben zu leben, was, zu dem ich euch einlade. Dieser junge Mann, dieser reiche Mann, er versteht das aber nicht. Er denkt, es kommt auf ihn an und er sagt, ich kann's nicht. Und das Ergebnis von dem Bauen auf seine eigenen Fähigkeiten ist Traurigkeit. Er denkt, wenn ich selbst meine Begrenzung bin, und ganz ehrlich, wenn ich mein Leben angucke, wenn ich selber die Grenze bin für das, was möglich ist, dann müsste ich auch traurig weggehen. Aber Gott sei Dank bin ich es nicht, sondern Jesus ist die Grenze. Jesus ist, in ihm ist alles möglich und das ist eigentlich das, was er sagen möchte. Und so kommt er Jesus dann ins Gespräch, nachdem der Mann weg ist, mit seinen Freunden, mit den Jüngern. Und sie tauschen aus über die Situation und was sie in Konsequenz bedeutet. Wir lesen mal weiter. Jesus sah ihm nach, als er wegging und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für die Reichen, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als die Umstehenden das hörten, sagten sie, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Genau die Frage, auf die Jesus hinaus möchte. Er antwortete, was menschlich gesehen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Da sagte Petrus, wir haben unser Zuhause verlassen und sind dir nachgefolgt. Ja, erwiderte Jesus, und ich versichere euch, wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, der wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben erhalten. Aus dieser Passage hat die Kirche in ihrer Geschichte manchmal so ein falsches Armutsideal abgeleitet. So nach dem Motto, wenn man Geld hat, kann man nicht in den Himmel kommen. Am besten ist, man hat so wenig wie möglich, weil dann ist der Himmel dir offen. Die Lebensrealität hat gezeigt, dass das beides nicht so wahr ist. Und das ist auch nicht das, worauf Jesus hinaus will. Die Message ist nicht, komm reich in den Himmel, sondern worauf vertraue ich? Die Ausgangsfrage der Story war, wir erinnern uns, wie bekomme ich ewiges Leben? Und Jesus sagt, indem du dein Vertrauen nicht auf Geld setzt, sondern auf mich. Indem du dein Vertrauen nicht auf Kontrolle setzt, sondern auf das, wozu ich dich einlade und wer ich bin und was ich dir ermöglichen kann in deinem Leben. Und entsprechend sagt Jesus, es ist alles möglich für Gott. Reiche haben es vielleicht deswegen schwerer, in den Himmel zu kommen, weil es ihnen schwerer fallen kann, sich nicht an ihrem Besitz festzuhalten und stattdessen Gott zu vertrauen. Aber ich sag mal so, es braucht nicht viel Geld, um zu viel Betonung auf Geld zu legen im eigenen Leben, oder? Man kann auch den Fokus verlieren und sich an Geld klammern, ohne viel zu haben. Es geht nachher um das Vertrauen, wem wir es schenken. Die meisten von uns würden ja nicht von sich sagen, dass wir reich sind. Zumindest würde ich uns das mal unterstellen. Und wir lesen so einen Text und denken, ach Gott sei Dank, die Predigt ist heute nicht für mich. Ich bin raus, kannst deinem Nachbarn sagen, es ist für dich. Und ich bin nicht gemeint mit meinem alten VW Golf mit 180.000 Kilometern gelaufen. Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht vor dieser Predigt. Mit einem Jahresnettoeinkommen, wenn du Single bist und hast ein Jahresnettoeinkommen von 25.000 Euro, dann gehörst du zu den reichsten 4% der ganzen Welt. Als Familie mit 2 Kindern gehörst du mit einem Einkommen von 40.000 Euro netto im Jahr zu den reichsten 10% der Welt. Und selbst wenn du sagst, ey, ich habe so viel nicht, dann selbst wenn du Single bist, und du bekommst Bürgergeld, gehörst du zu den reichsten 23% der Welt. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, du bist reich. Wir sind alle reich. Manchmal sehen wir es nicht so, weil wir uns immer in die falsche Richtung vergleichen. Aber wir sind alle reich in diesem Land. Keiner von uns ist nicht reich. Ich sag nicht, dass wir nicht in schwierigen finanziellen Lagen stecken können. Speziell, wenn man eine Wohnung in Frankfurt zahlen muss oder so. Aber einfach mal faktisch. Von unserem Einkommen her sind wir alle reich. Jede einzelne Person hier in Gießen, online, jeder von uns ist reich. Und die Einladung von Jesus entsprechend gilt uns allen. Jesus sagt mal an einer anderen Stelle, wir können nicht Gott vertrauen und dem Geld. Es gibt nur eins von beiden, auf das wir vertrauen können. Und er lädt uns ein, ihm zu vertrauen, statt unsere Sicherheit in unserem Besitz, in unseren Finanzen zu suchen. Woher kommt unsere Sicherheit stattdessen? Ich glaube, dass Jesus uns einlädt dazu, ein Leben zu leben, was voller Aufregung und voller Spannung und voller Wunder ist. Aber es ist ein Leben, was sein Vertrauen in allen Ebenen auf ihn setzt. Immer mehr zu entdecken, was mit Gott möglich ist. Und nochmal, ich kann von hier vorne alles erzählen und du kannst auch alles sagen, was du über Gott glaubst. Aber ein Leben, was Lebensentscheidungen trifft, die zeigen, dass ich tatsächlich glaube, dass mit Jesus alles möglich ist. Das ist das, wozu er uns einlädt. Das Resultat, wenn wir aufs falsche Pferd setzen, ist das, was wir bei diesem jungen Mann erleben. Er geht traurig weg.
Aber wenn wir mehr Freude wollen, dann erkennen wir, es kann nur eine Quelle für mehr Freude geben, nämlich Jesus Christus, oder? Er steht vor ihm, die Quelle der Freude steht vor ihm und er geht vorbei, weil er verpasst, wer es ist, der vor ihm steht. Jesus hat so viel Freude für unser Leben. Wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, dann sage ich dir, es wartet Freude auf dich, von der du noch nicht mal ahnst, dass es sie geben kann. Und das ist nicht Freude, die abhängig von Umständen ist. Es kann immer noch sein, dass deine Umstände schwierig sind, aber er verspricht dir, dass seine Freude mitten hineinkommt in deine Umstände. Dieser Mann, er war eigentlich genau am richtigen Platz. Er erkennt, ich kann es nicht. Und Jesus sagt, ja, richtig, lass mich dir helfen. Und er geht weg. Wir sehen einen anderen Mann. Oder nee, vorher noch. Wir sehen in dieser Story schon auch, wie es anders aussehen kann. Die Jünger von Jesus, sie kommen ins Gespräch mit ihm und sagen, hey, das haben wir eben gelesen. Was ist denn mit uns? Wir haben Dinge zurückgelassen. Und vielleicht können wir den Vers nochmal einblenden. Wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, was? Der wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben erhalten. Das heißt, Jesus sagt, wenn wir bereit sind, ihm zu vertrauen und Dinge aufzugeben und loszulassen, dann werden wir schon in diesem Leben erleben, wie er das segnet und wie wir erstattet bekommen. Und nach diesem Leben werden wir vor Gott stehen und wir werden erkennen, wie gut es war, genau das getan zu haben. Unser Gründungspastor Andreas sagt manchmal, das gefällt mir gut, unser Sarg wird keinen Anhänger haben. Es gibt nichts, was wir ins Leben nach dem Tod mitnehmen. Es gibt nur eine Sache, die wir mitnehmen und das sind Menschen, die durch uns eine Begegnung mit Jesus haben konnten. Durch unsere Worte, durch unsere Taten, durch unsere Liebe und durch unsere Finanzen. Durch das, was Gott uns gegeben hat, dass wir einen Unterschied machen können im Leben von Menschen. Und ich sage dir eins, es wird ein unbeschreiblicher Moment, wenn wir vor Jesus stehen und er sagt, das hast du gut gemacht. Es wird jedes Opfer wert sein, was du in diesem Leben, was ich in diesem Leben gebracht habe. Wenige Verse später lesen wir von einem zweiten Mann und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Während der erste Mann sehr beliebt ist, ist dieser Mann maximal unbeliebt. Wenn er durch die Straßen geht, wechseln die anderen Leute die Straßenseite. Er ist jemand, der ist absolut verhasst. Sein Name ist Zachäus. Zachäus ist jemand, der Steuereintreiber ist. Ein bisschen Kontext, historischen Kontext für die, die das nicht wissen. Damals war Israel besetzt von den Römern und die Israeliten haben es gehasst. Sie haben gehofft, dass ein Retter kommt, der Israel von den Römern befreit. Sie dachten auch, Jesus wäre es, einige von ihnen. Und so ist jemand, der mit den Feinden kollaboriert, eigentlich der Schlimmste, den sie sich vorstellen können. Die Römer haben ihre Einnahmen für diesen Krieg, den sie geführt haben, folgendermaßen generiert. Sie haben in Ländern, die sie besetzt haben, Zollstationen eingerichtet. Und zwar an strategischen Punkten, an Wegkreuzungen, an Brücken, an Hauptstraßen, an Orten, wo man nicht vorbeikam eigentlich oder einen riesen Umweg gehen musste. An diesen Orten haben sie Zollstationen eingerichtet, um Zoll einzunehmen. Und das haben selten römische Bürger gemacht, sondern meistens Bürger der Völker der besetzten Länder. Und so auch in Israel waren es Juden, die diese Zollstation besetzt haben. Und das ganze System hat folgendermaßen funktioniert. Wenn die Römer gesagt haben, zum Beispiel, es kostet 2 Euro, über diese Brücke zu gehen, dann haben diese Steuereinnehmer Folgendes gemacht. Weil sie kein eigenes Einkommen generiert haben, haben sie gesagt, es sind 3 Euro, die es sich kostet, über diese Brücke zu gehen. 2 Euro für die Römer, einer für mich. Man vermutet, dass es auch Vorgaben aus Rom gab, wie hoch diese Steuern sein sollen. Aber ganz ehrlich, Rom war weit weg von Israel. Und diese Steuertreiber, sie konnten machen, was sie wollten. Und das haben sie auch getan. Sie haben wahrscheinlich auch um deutliches höher einfach Einnahmen für sich genommen. Sie konnten quasi frei entscheiden, was sie damit machen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Land warst, in dem Korruption hoch ist. Das sind so Situationen, wenn du weißt, es kostet dich $50, ein Visum zu bekommen, aber die Person, die das Visum ausstellt, fordert $100 von dir. Oder du bist auf der Straße unterwegs mit einem deutschen Kennzeichen, du wirst angehalten von der Polizei und sie sagt dir, du bist zu schnell gefahren und du weißt, ich bin nicht zu schnell gefahren. Und sie sagen dir, du kannst jetzt mitkommen auf die nächste Polizeistation, die 100, 150 Kilometer entfernt ist oder du zahlst uns jetzt $200. Beides keine fiktiven Situationen, sondern Stories, die mir Menschen erzählt haben. Das ist genau das, worum es hier geht. Man ist machtlos, man ist hilflos. Was soll man dagegen tun? Und natürlich ist Zachäus deswegen nicht besonders beliebt bei den Menschen im Ort. Er hatte Freunde, weil er Geld hatte und er hat die besten Partys im Ort geschmissen. Und deswegen gab es Leute, die bei ihm waren, weil er Geld hatte. Aber tief drin weiß er eins, nämlich, dass eigentlich all das Geld, was er hat, ihm nicht die Freude bringt, nach der er sucht. Und er hört, dass Jesus in die Stadt kommt, wieder der Hippe, der angesagte Rabbi der Zeit. Und er geht an die Straße, weil er denkt, ich muss mal gucken, was da so abgeht. Er ist ein kleiner Mann, sagt die Bibel.
Das heißt, er kommt an die Straße, wo Jesus vorbeigeht. Vor ihm sind alle größer als er. Weil er ist, wer er ist und die Leute ihn nicht mögen, lässt ihn niemand durch. Er guckt, sieht einen Baum, klettert auf den Baum und beobachtet, wie Jesus vorbeikommt. Und wir steigen an der Stelle in die Story ein, ab Vers 6. Vorher noch, Jesus kommt vorbei, er schaut ihn an und er ruft ihn mit seinem Namen und sagt, Zachäus, komm runter, ich möchte heute bei dir Gast sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Die Leute sind nicht happy. Sie sagen, Jesus, du hättest auch in mein Haus kommen können. Bei mir gibt es auch gutes Essen und ich bin kein Steuereinnehmer. Aber du entscheidest dich, mit Zachäus zu gehen, was soll das? Jesus weiß, wo Rettung nötig ist, nämlich im Haus von Zachäus. Und er geht zu ihm. Und die Bibel berichtet uns nicht, dass Jesus gepredigt hätte oder irgendetwas gesagt hätte. Aber Folgendes passiert. Zachäus begegnet Jesus und sein Leben ist verändert, ein für alle Mal. Er begegnet Jesus und er sagt, all das, was ich habe, hat für sich genommen gar keinen Wert. In Jesus finde ich all das, wonach ich gesucht habe, all meine künstlichen Freunde, all das, was mir Geld gekauft hat. All das hat mir nicht die Freude gebracht, die ich suche, aber in Jesus finde ich all das. Ich finde Rettung, ich finde Perspektive, ich finde Hoffnung, ich finde Sinn, ich finde Freude für mein Leben. Diese Begegnung mit Jesus ist das, was ihn großzügig macht. Weil er sieht, dass Jesus der größte Schatz ist, den er in diesem Leben bekommen kann, ist die logische Reaktion für ihn zu sagen, wo kann ich den Segen weitergeben an andere, die es brauchen? Für Jesus ist das interessanterweise das Zeichen dafür, dass er gerettet wurde, dass er mit seinem Geld großzügig ist. Weil er sagt, hey, hier ist wirklich Veränderung passiert im Herzen dieses Menschen. Zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Beide sind reich, der eine ist sehr beliebt, der andere ist sehr unbeliebt. Der eine hat ein vorbildliches Leben, der andere so gar nicht. Der eine hält an seinem Reichtum fest, der andere lässt ihn los. Der eine geht verloren, der andere wird gerettet. Der eine ist traurig und der andere ist voller Freude. Der Unterschied zwischen den beiden Menschen ist nicht das Geld, sondern auf wen sie ihr Vertrauen gesetzt haben. Eine Begegnung mit Jesus macht uns zu großzügigen Menschen. Ich bin davon zutiefst überzeugt. Ich glaube nicht, dass wir geizig bleiben können, geizig sein können, wenn wir erkennen, dass wir einen Gott haben, der uns mit allem beschenkt, was wir haben. Der uns Hoffnung gibt, der uns Heilung gibt, der uns Befreiung gibt, der uns versorgt, der uns jeden Tag all das gibt, was wir zum Leben brauchen. Wie können wir da nicht zu Menschen werden, die auch großzügig sind und sagen, Herr, wie kann ich all den Segen weitergeben, den du mir gegeben hast? Ich will das jetzt nicht so von oben herab sagen, weil wir sitzen alle im selben Boot, auch wenn ich ein bisschen höher bin als wir hier im Saal zumindest. Ich glaube, dass wir alle im selben Boot sitzen an der Stelle. Ich glaube, wir sind alle herausgefordert, unser Vertrauen auf Jesus zu setzen und zu sagen, wir wollen Menschen sein, die großzügig sind. Wir sagen immer mit einem Augenzwinkern in der Move Church, wenn du jemand bist, der kein großzügiges Trinkgeld gibt, dann sag nicht, dass du aus der Move Church kommst. Großzügigkeit im Umgang mit unseren Finanzen ist das Resultat einer Begegnung mit Jesus, die wir erlebt haben, dass wir erkennen, ich muss nicht festhalten, sondern ich kann loslassen, was ich habe, weil Gott für mich sorgt. Das Problem ist nämlich, dass das ganz viel mit Kontrolle zu tun hat. Wenn ich mein Leben auf meine Finanzen, auf meinen Besitz aufbaue und denke, dadurch habe ich jetzt Kontrolle über mein Leben, dann möchte ich dir sagen, also A, kann das ganz schnell vorbei sein und B, Kontrolle ist nicht der optimale Weg, dein Leben zu leben. Weil vielleicht kriegst du dein eigenes Leben kontrolliert, aber spätestens, wenn eine zweite Person in dein Leben kommt, musst du anfangen, diese Person auch mit zu kontrollieren. Und ich kann dir sagen, das wird ein Desaster, wenn du versuchst, andere Menschen zu kontrollieren. Der Weg, zu dem Jesus uns einlädt, ist der Weg loszulassen und zu vertrauen. Zu sagen, Jesus, ich werde das tun, was du mir sagst und ich vertraue darauf, dass das gut werden wird. Wenn du jetzt während meiner Predigt denkst, boah, jetzt geht es schon wieder um Geld hier in der Kirche. Klar ist unser Herz für sein Haus Season, ne? Und nochmal eine emotionale Predigt über Geld, damit es auch schön viel wird. Ich möchte sagen, hey, also zum einen, wir haben diese Predigtreihe vor 2 Wochen überhaupt erst ins Leben gerufen. Wir wollten eigentlich was anderes machen. Zum anderen, ich glaube zutiefst, dass es unsere Verantwortung ist, als Kirche über Geld zu reden, weil Jesus darüber geredet hat, weil es nicht ums Geld geht, sondern um unser Herz. Ich glaube, dass unser Geld uns aufhalten kann, Dinge zu erleben, die Gott eigentlich für unser Leben hat, wenn wir unser Vertrauen auf unseren Besitz setzen, statt es auf Jesus zu setzen. Das ist das, worum es im Kern geht. Das Gute ist,
dass Jesus zu uns nicht so kommt wie zum reichen Jüngling und sagt, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Gott sei Dank, weil ich glaube, es würde mich überfordern. Aber Jesus geht eine Reise mit uns. Er geht einen Weg mit uns, wenn es ums Thema Geben geht. Und ich habe uns eine Leiter mitgebracht als Illustration für einen Weg, den Jesus mit uns geht. Eine Reise, wenn es ums Geben geht. Eine Reise zu mehr Freude, davon bin ich überzeugt. Eine Reise, zu der Jesus uns einlädt. Wir alle beginnen unsere Reise, wenn es um Gott geht, damit, dass wir mit Gott nichts am Hut haben. Dass wir ihn nicht kennen, dass wir nichts von ihm wissen oder zumindest nicht in Kontakt mit ihm stehen. Und logischerweise hat das als Konsequenz für unser Geben, dass wir nicht auf den Gedanken kommen würden, einer Kirche irgendwo Geld zu geben. Warum auch? Wenn wir nicht glauben, dass es Gott gibt oder er zumindest nichts mit uns zu tun hat, warum sollten wir irgendwo in eine Kirche hinein Geld geben? Der erste Schritt auf einem Weg zur Großzügigkeit ist der Schritt hinein in die Erkenntnis, da ist ein Gott, der mich über alles liebt. Für mich persönlich war diese Begegnung mit Jesus folgende. Ich bin in einer Familie groß geworden, da war der Glaube an Jesus, die Bibel, einfach so das Leben mit Gott ein wichtiger Faktor. Und so habe ich von klein auf all das gehört, all die Geschichten gehört, auch Dinge erlebt. Und auch meine Familie hat mir das vorgelebt, was es heißt, an Jesus zu glauben. Trotzdem habe ich über die Jahre festgestellt, dass es einen Unterschied gibt, das bei anderen zu sehen und das im eigenen Leben zu erleben, oder? Es ist immer leicht, das Leben von anderen anzuschauen und zu sagen, wow, hey, voll cool, was du erlebst. Es ist ein Unterschied, mit dem eigenen Leben darauf zu bauen und einen Schritt zu gehen und zu sagen, jo, das ist jetzt auch für mich. Mit rund um die Zeit von meinem Abitur habe ich genau diese Frage mit mir bewegt und gesagt, dieser Glaube an Jesus, ist das auch für mein eigenes Leben der Weg? Ist es das, was ich selber sehe? Ist es das, was ich selber will? Und ich habe mich auf die Suche gemacht und um es kurz zu machen, Folgendes ist passiert. Auf einem Sommercamp von unserer Jugend gab es so eine Worship-Zeit, wie heute hier, ne, wo wir Gott Lieder singen. Und es kam ein Moment in dieser Worship-Zeit, wo ich zu Gott gesungen habe, wie ich auf einmal gespürt habe, wie eine Liebe in mein Herz kam, die ich so nicht gekannt hatte. Und mir fehlen die Worte zu beschreiben. Es war, als ob mein Innerstes auf eine positive Art und Weise explodiert. Und ich bin auf die Knie gefallen und ich habe angefangen zu weinen und zu weinen. Und ich habe gespürt, wie diese Liebe Gottes in mir etwas, was hart war, weich gemacht hat. Und ich kann dir sagen, dass diese Begegnung mit Jesus mehr verändert hat in meinem Leben als mein Geben. Es hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Der Punkt, wo ich heute stehen darf, ist, weil Jesus mir begegnet ist und weil er gezeigt hat, wer er ist. Und in ihm habe ich all das gefunden, was ich in diesem Leben suche. Und so ist diese Begegnung mit Jesus das, was uns an den Fuß dieser Leiter bringt. Wo wir sagen, Jesus, wenn du all das bist und genug für mich bist, was bedeutet das in Bezug auf meine Finanzen? Und die Ausgangsfrage, die wir uns dann ja stellen, und ich habe jetzt mal so diesen Weg in ein paar Statements formuliert. Die Ausgangsfrage ist, wie viel von meinem Geld möchte ich Gott geben? Das ist eine legitime Frage. Okay, ich habe jetzt Jesus kennengelernt. Ich habe Summe X jeden Monat zur Verfügung. Wie viel davon möchte ich Gott geben? Und diese Reise beginnt mit einem ersten Schritt auf die erste Stufe der Leiter, indem ich das erste Mal, wahrscheinlich in irgendeinem Gottesdienst oder sowas bei einer Kollekte, das erste Mal für Kirche, für Gott Geld gebe. Vielleicht Bargeld, vielleicht über PayPal. Und das wäre mir vorher nicht in den Sinn gekommen. Ich mache es jetzt mal. Es ist auch ein Sonntag, wo ich nicht deshalb gebe, weil ich bewegt bin, weil wir irgendwo nach Pakistan geben, sondern ein stinknormaler Sonntag, wo das Geld für die Move Church ist. Ich sage aber, hey Gott, es ist für dich. Ich gebe dir das. Und wenn du auf dieser Stufe bist, dann möchte ich dir sagen, großartig. Es ist das Beste, was du tun kannst, zu sagen, Gott, ich möchte auch mit meinen Finanzen dich ehren und dir etwas geben. Und ich sage dir wirklich, großartig, ich bin dankbar und ich freue mich mit dir, weil ich glaube, dass das Freude in deinem Leben produziert. Ich möchte dir aber sagen, dass es eine nächste Stufe für dich gibt. Und auf dieser zweiten Stufe, oder nee, wir haben noch ein Statement, glaube ich, zur ersten. Ne? Ich habe meine Reise begonnen und habe zum ersten Mal gegeben. Zweite Stufe deiner Reise mit Gott, wenn es ums Geben geht. Ich habe einmal gegeben und ich habe wiederholt gegeben. Es ist noch nicht regelmäßig, es ist jetzt nicht so, als ob ich ständig irgendwie alles einplanen würde zu geben, für Gott zu geben, wegzugeben. Aber ich mache es immer wieder mal, wenn ich im Gottesdienst bin, wenn Gott mich erinnert, wenn ich irgendwie so drauf stoße. Das Statement für diese zweite Stufe ist, ich gebe häufiger, aber noch nicht regelmäßig. Jetzt brauche ich mal Philipp hier bei mir vorne. Gib mal Philipp einen großen Applaus hier vorne bei uns. In der Move Church wird Arbeitssicherheit ganz groß geschrieben. Deswegen brauche ich jetzt Philipp. Wenn du auf der zweiten Stufe stehst, möchte ich dir sagen, von Herzen großartig. Es ist so cool, dass du einfach sagst, hey, mit dem, was mir gehört, möchte ich auch etwas weggeben, auch immer wieder weggeben. Ich möchte dir aber sagen, auch für dich gibt es eine nächste Stufe, eine Stufe 3. Und das Statement zu Stufe 3 lautet folgendermaßen. Ich gebe regelmäßig einen festen Teil meines Einkommens und in der Regel sind das 10%, die ich gebe. Es ist
Eine weitere Stufe auf der Reise, zu der Gott uns einlädt. Es ist, dass wir fest einplanen, dass ein Teil meines Einkommens an Gott geht. Jeden Monat, es ist in meinem Budget drin, es ist das Erste, was ich jeden Monat mache. Wenn mein Gehalt kommt, gebe ich Gott etwas zurück. Es ist der Gedanke des Zehnten. Ich gehe gerade nochmal runter. Danke, Philipp, schon mal. Soweit. Er kommt gleich nochmal wieder. Wie viel von meinem Geld möchte ich Gott geben, heißt auf dieser Stufe, okay, es kommt etwas rein, aber wie viel gebe ich Gott zurück? Der Gedanke des Zehnten ist es jetzt keine Predigt über den Zehnten, ich möchte nur kurze Gedanken sagen. Der Gedanke des Zehnten ist, alles, was ich habe, kommt von Gott, 100%. Alles, was ich besitze und kann, kommt von Gott. Selbst das Skillset, was ich brauche, um gut mit Aktien umzugehen, ist etwas, was Gott mir geschenkt hat. Es ist nichts, was ich mir verdient habe, selbst wenn ich es mir angelernt habe. Die Fähigkeit, dass ich lernen kann, ist eine Fähigkeit, die von Gott kommt. Die Logik der Bibel ist, alles, was ich besitze, kommt von ihm. Und 10%, die ersten 10% von dem, was reinkommt, gehen zurück an ihn. Es ist sein Anteil an all dem, was er mir schenkt. Ich glaube, dass es eine Übung ist in Glauben, das jeden Monat zu trainieren, loszulassen an ihn. Manchmal werde ich gefragt, warum muss ich denn den Zehnten geben? Und die Frage, warum muss ich den Zehnten geben, ist so wie die Frage des reichen jungen Mannes, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Ich glaube, es ist die falsche Frage. Es geht nicht um müssen. Du musst gar nichts. Es ist eine Einladung von Jesus zu einem Lebensstil des Vertrauens. Zu erleben, was er tun möchte und tun kann in deinem Leben. Freude entsteht, wenn wir Jesus auch mit unseren Finanzen vertrauen. Manchmal, und das nur so als Randnotiz, höre ich, dass Menschen mir sagen, ja, der Zehnte, den gab es ja nur im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, im Neuen Testament nicht. Und A, bezweifle ich das theologisch, ohne das jetzt mal in der aller Breite auszuführen. Und B, selbst wenn es so wäre, ist das Neue Testament nie schlechter als das Alte. Was sehen wir bei der ersten Kirche? Sie verkaufen alles, was sie haben und geben es der Kirche und sie verteilen es denen, die es brauchten. Auch ein Weg, wie du es machen kannst. Ich hoffe, ich werde damit nicht zitiert, jetzt mal außerhalb des Zusammenhangs. Die Frage ist nicht, mit wie viel Prozent komme ich davon, sondern die Frage ist, Gott, mit all dem, was du mir gegeben hast, wie kann ich großzügig leben? Ich glaube, neutestamentliche Großzügigkeit beginnt bei 11%. Ich kann dir sagen, wie ich es in meinem Leben erlebt habe. Als ich die Leiter so hochgestiegen bin, und auf der zweiten Stufe war, hat Gott mich herausgefordert, in meinem Studium irgendwann zu sagen, hey, es ist Zeit, der Zehnte ist auch etwas für dich. Und das war ein Jahr, das erste Jahr des Studiums war echt tight, wirklich. Also habe ich gemacht, was ich glaube immer noch was klug ist. Man beginnt mit einem kleineren Prozentsatz und arbeitet sich ran und guckt, was passiert, wenn man großzügig ist mit Gott. Und so habe ich mich auf die dritte Stufe gestellt und dachte, jetzt bin ich ein großzügiger Mensch. Und ich habe Folgendes erlebt. Da, wo ich Gott zurückgegeben habe, habe ich erlebt, dass mir nichts gefehlt hat am Ende des Monats. Es kam Geldgeschenke, jemand hat mir einen Umschlag in die Hand gedrückt, keine Ahnung, irgendwelche Rückzahlungen kamen und es war am Ende des Monats genug für mich da. Gott hat versorgt. Spätestens ab dieser Stufe wird deutlich, das schaffe ich nicht allein und deswegen steht Philipp hier. Philipp ist Jesus in dieser Story. Oder er sieht auch ein bisschen so aus. Nein, Gott, nein. Aber dein Herz. Wir brauchen Jesus auf dieser Reise des Gebens. Wir brauchen ihn spätestens ab dieser Stufe, weil ganz ehrlich, 10% ist wirklich viel. Manchmal sagen Leute, ich werde dann meinen Zehnten geben, wenn ich mehr verdiene. Und ich möchte dir mit allem Respekt sagen, das wirst du nicht, weil es wird noch mehr wehtun als jetzt, weil es noch mehr ist. 10% weggehen, du kannst mal deinen Arbeitskollegen erzählen, die mit Gott nichts am Hut haben, die werden sagen, okay, das ist schon krass. So. Es ist krass, aber es funktioniert deshalb, weil Jesus ist, wer er ist. Und weil wenn ich mich auf ihn stelle und mein Vertrauen auf ihn setze und sage, wenn du es willst, dann werde ich es tun, dann werde ich erleben, dass diese Leiter nicht nur hält, sondern dass sie mir Freude schenkt, die ich niemals geahnt habe, dass sie möglich sein wird. Hier stand ich dann also und dachte, jetzt bist du ein großzügiger Mensch. Und Jesus hat gesagt, 10% sind mein Teil, der mir gehört und danach beginnt deine Großzügigkeit. Und so habe ich in den letzten Jahren begonnen, mit meiner Frau zusammen die vierte Stufe so langsam zu besteigen. Wir sind vielleicht so bei 3,2 oder so. Es ist eine Stufe, die Folgendes aussagt. Das ist das Statement auf der vierten Stufe. Ich habe meine Prioritäten so angepasst, dass mein Geben entscheidet, wie viel Geld mir für andere Dinge bleibt und nicht umgekehrt. Ich lebe ein absolut großzügiges Leben. Ich habe eine Statistik gehört, ich habe sie nicht verifiziert, dass die Christen in der westlichen Christenheit
durchschnittlich 2,5% ihres Einkommens weggeben. 2,5%. Ist das ein großzügiges Leben? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ein großzügiges Leben ein Leben ist, was Großzügigkeit einplant. Danke nochmal. Ich glaube, dass das bedeutet, dass Großzügigkeit kein Zufall in meinem Leben ist, sondern dass ich Raum dafür schaffe. Das hat ganz viel mit Haushalterschaft zu tun. Das bedeutet, dass ich ein Budget habe, dass ich weiß, was reinkommt, dass ich weiß, was rausgeht, weil ich mich mit Großzügigkeit nicht verschulden sollte. Ich nehme keinen Kredit auf, um großzügig zu sein, sondern ich gehe mit meinen Finanzen so um, dass ich sehe, was ist der Lebensstandard, den ich haben möchte. Und alles, was da drüber ist, ist etwas, womit ich großzügig sein kann und was ich weggeben kann. Ich bin da noch nicht. Aber ich weiß, das ist das Ziel, was ich habe, dass ich sage, Jesus, alles, was ich besitze, gehört dir und ich möchte, dass du es nimmst, damit einen Unterschied machst und ich möchte das einplanen. Meine Frau und ich haben auf zwei Art und Weisen jetzt schon mal begonnen, das umzusetzen seit einer Weile. Das eine ist etwas, was wir von Philipp und seiner Frau Mona gelernt haben, fanden wir sehr inspirierend, nämlich unser Herz für sein Haus-Season ist jetzt und sie kommt bei uns jedes Jahr. Und wir haben angefangen, jeden Monat etwas zur Seite zu legen für unser Herz für sein Haus. Weil wir gesagt haben, okay, wir wollen planen für Großzügigkeit. Und wenn es dann soweit ist, fragen wir Gott immer noch, hey, was ist dran? Und geben dann die Summe, die er uns sagt. Ein zweites ist, dass es in unserem Monatsbudget einen Topf gibt, der heißt sonstige Großzügigkeit. Da liegt Geld drin, virtuell. Und wir gehen mit offenen Augen durch den Monat und durch das Leben und fragen Jesus, wo ist eine Möglichkeit, dass wir großzügig sein können? Wo können wir jemanden zum Essen einladen? Wo können wir ein großzügiges Trinkgeld geben? Wo können wir jemanden beschenken, der es gerade nötig hat? Wo können wir jemanden unterstützen, wo wir wissen, dass er Unterstützung braucht? Ich glaube, dass diese vierte Stufe nicht durch Zufall passiert, sondern durch Planung. Und ich möchte aber noch Folgendes dazu sagen. Großzügigkeit ist nicht eine Frage der Geldsumme. Wer mehr verdient, kann auch mehr weggeben. Jesus erzählt eine Story von einer Witwe, die zwei kleine Geldmünzen gibt. Und er sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen, die heute hier an diesem Tag vorbeigekommen sind. Warum? Weil es sie etwas gekostet hat. Die Frage ist, sind wir bereit, es uns etwas kosten zu lassen, ein großzügiges Leben zu leben oder nicht? Ich wünsche mir hier noch viel weiter zu wachsen mit Jesus. Aber ich glaube, dass seine Einladung uns gilt. Vor 7 Jahren lag ich also bei Victor auf der Couch. Hab gesagt, Gott, was mache ich hier eigentlich? Und dann hatte ich so diesen Gedanken, diesen inneren Impuls. Ich habe auf der Losungsseite nachgeschlagen, was die Losungen des Tages sind. Für die, die Losungen nicht kennen, das sind Bibelverse, die für das ganze Jahr gezogen werden, ausgelost werden. Immer Verse für einen Tag. Und es war, ich glaube, 23.36 Uhr, also kurz vor Ende dieses Tages, als ich auf die Losungsseite gegangen bin und folgende Verse standen dort. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. Und sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Es ist gut, dass Gott uns manchmal Ermutigung unterwegs gibt, ne, auf dieser Reise mit ihm. Ich kann dir sagen, dass ich mein Vertrauen in diesem Moment auf Jesus gesetzt habe, dass ich gesagt habe, ich bin großzügig mit meiner Arbeitskraft. Und ich sage, Jesus, was ich habe, kommt sowieso von dir und ich will dir dienen mit meinem Leben. Das hat Resultate gebracht, die mir die größte Freude gebracht haben. Ich durfte hier ein Zuhause finden in der Move Church, was mein Leben am allermeisten verändert hat. Ich durfte als Pastor so viel dazu lernen. Ich habe meine Frau hier kennengelernt. Ganz schnell wurde deutlich, dass ich auch eine Anstellung, eine Vollanstellung hier bekommen kann. Ich habe eine Wohnung gefunden, ohne dass ich Gehaltsnachweise hatte, ein Wunder für sich genommen. Und Gott hat so viele Wunderstories über die Jahre. Menschen kamen, wildfremde Leute und haben uns Geld geschenkt. Und ich weiß, das sind immer so die Stories, die Pastoren erzählen, aber ich sage, das ist nicht nur für Pastoren möglich, sondern es ist für jeden, der an Jesus glaubt. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, dann werden wir erleben, dass er ein Gott ist, der nicht knauserig ist, sondern wenn wir Menschen sind, die sagen, was ich habe, ist meins und wir halten es fest, dann werden wir das, was wir haben, sicher haben. Aber es wird auch nicht mehr werden. Ich glaube, wenn wir unsere Hände öffnen und sie loslassen und sie sagen, Jesus, all das, was ich habe, es ist von dir und es ist für dich. Ich glaube, dass wir dann Freiheit und Freude erleben. Und ich glaube, dass wir dann erleben, wie Gott uns nutzt, um Ressourcen in seiner Sache zu geben. Weil Gott hat ein Interesse. Er möchte sein Reich in dieser Welt finanzieren und er möchte uns dazu benutzen. Und seine Frage ist, möchtest du das? Ich möchte noch einen Satz sagen. Wenn du jemand bist, du sagst, ich würde mich als wohlhabend bezeichnen, mir geht's ganz gut, möchte ich dich von Herzen fragen, Was denkst du, wie viel Freude wird darin liegen, wenn du dir ein Haus kaufst, was jetzt noch ein Zimmer mehr hat oder ein neues Auto kaufst, was vielleicht noch ein bisschen mehr PS hat? Und was glaubst du im Gegenzug, wie viel Freude darin liegen wird, wenn du erlebst, wie das, was Gott dir anvertraut hat, Menschenleben auf der ganzen Welt verändert für die Ewigkeit? Ich glaube, das ist die Einladung, um die es geht, dass Jesus uns einlädt, ein Leben der Großzügigkeit zu leben. Und das Ziel
ist folgende Frage. Wie viel von Gottes Geld kann ich behalten? Alles, was ich habe, kommt von ihm. Ich habe keinen Mangel, weil er mein Versorger ist. Deswegen ist für mich die Frage, wie kann ich maximal großzügig sein in diesem Leben? Ich hoffe, ihr hört mein Herz in dieser Message. Ich will überhaupt nichts von dir, okay? Die Move Church will nichts von dir. Jesus will etwas für dich. Und es ist meine Verantwortung, dir das zu sagen und dich einzuladen. Was du damit machst, ist deine Sache. Aber es ist die Einladung zu einer Reise. Und wenn du auf der ersten Stufe stehst, dann überfordert dich vielleicht die vierte Stufe und ich sag dir, entspann dich, hey, alles gut. Darum geht's nicht. Die Einladung von Jesus ist, eine Stufe höher zu gehen und zu sagen, was ist der nächste Step, den ich gehen kann? Kann ich anfangen, regelmäßiger zu geben? Kann ich anfangen, es fest einzuplanen, 10% ins Haus Gottes zu geben? Oder kann ich anfangen, darüber hinaus großzügig zu leben, Budgets zu machen, zu schauen, was kann ich im Monat noch erübrigen, um es wegzugeben, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt für Gottes Sache? Ich glaube, das ist keine komplizierte Predigt. Ich hoffe, dass dir die Leiter im Kopf bleibt. Und ich lade dich ein, dass du mal die Augen schließt an deinem Platz. Ich hatte diese Message einfach so auf dem Herzen von Jesus an dich und ich möchte entsprechend dir in seinem Namen jetzt die Einladung aussprechen, zu sagen, auch egal wo du bist, an welchem Standort, ob hier vor Ort, ob in Gießen, ob online, wenn du sagst, ja, ich merke, dass Gott mich ruft auf eine weitere Stufe der Leiter, dann sag ihm das, reagier ihm, sag, ja, ich will das. Und dann hör, was er dir zu sagen hat und beginn zu Hause deine Hausaufgaben zu machen, zu sagen, was braucht es für mich, um genau das umzusetzen. Jesus, danke, dass du uns nicht stehen lässt, wo wir sind, sondern dass du uns hinausrufst in neue Erfahrungen, neue Erlebnisse. Und mein Gebet ist, dass nach dieser Predigt in jedem Herzen genau das hängen bleibt, was du uns sagen möchtest. Danke, dass du ein Gott bist, der uns nicht beraubt, sondern der uns beschenkt hat schon mit allem in Jesus. Und ich bete, dass du unser Herz ganz neu bewegst für das, was dein Herz bewegt, auch was unsere Finanzen angeht. Wir wollen unser Vertrauen auch auf dieser Stelle auf dich setzen. Und Herr, ich bete, dass du in der nächsten Zeit einfach auch unsere Augen öffnest und zu uns sprichst und zeigst, was sind Momente, wo du uns herausforderst, finanziell ganz neu unser Vertrauen auf dich zu legen, großzügig zu leben. Herr, als deine Kinder, als deine Familie stehen wir vor dir und sagen, Herr, du bist der Größte ist für uns. In dir haben wir den Schatz fürs Leben und über dieses Leben hinaus gefunden. Und zeig uns, wie wir mit dir kooperieren können, auch in diesem Bereich unseres Lebens. Wir danken dir, Herr, dass du ein Gott von mehr als genug bist. Und danke dir, dass du uns helfen wirst und dass die Leiter hält, weil du Stabilität für unser Leben gibst. Dass da, wo wir noch Angst haben oder und Dinge befürchten, dass wir leben können, dass du sicher bist und dass du trägst. In deinem Namen Jesus. Amen. Amen. Ich möchte die Predigt abschließen, wie wir es jeden Sonntag tun, indem ich mit all denen spreche an unseren Standorten, die sagen würden, ich habe noch gar keine persönliche Connection zu diesem Gott. Ich möchte dir auch nochmal sagen, hey, es geht mir heute nicht darum, dass ich irgendwas von dir will, ich will nicht dein Geld oder so, sondern die Einladung, die wir aussprechen, ist, dass wir etwas für dich haben, nämlich Jesus. Jesus ist derjenige, der deinem Leben Sinn geben kann. Er ist der Grund, warum du existierst. Dein Leben ist kein Unfall, dein Leben ist kein Zufall. Du bist gewollt und geliebt, weil er dich wollte. Und ich weiß nicht, in was du gesucht hast, um genau das zu finden.
Aber ich möchte dir heute sagen, dass Jesus mit offenen Armen vor dir steht und sagt, ich bin der, den du gesucht hast. In all den Dingen des Lebens. In Religion, in Geld, in keine Ahnung was. Er sagt, ich bin der, den du suchst. Und er lädt dich ein, heute in Verbindung mit ihm zu kommen, weil es gibt ihn gratis geschenkt. Du musst nichts tun für ihn. Er hat alles getan. Er hat sein Leben am Kreuz gelassen, damit du leben kannst mit Gott. Alles, was es braucht, ist, dass wir Ja dazu sagen. Und wir wollen das tun, wie wir es jeden Sonntag machen. Ich werde von hier vorne gleich ein Gebet vorsprechen. Und die ganze Kirche spricht es an allen Standorten nach. Und wenn du sagst, ich möchte heute diese Entscheidung treffen, dass Jesus auch mein Gott sein soll, oder wie Zachäus sagt, mein Herr, der, der die Kontrolle über mein Leben hat, dann kannst du dieses Gebet einfach mitsprechen und es zu deinem Gebet machen. Ich bitte, dass wir noch einmal alle die Augen schließen. Es soll ein privater Moment sein. Und damit ich weiß, für wen, mit wem ich beten kann, möchte ich fragen, wer ist hier an allen Standorten, der diese Entscheidung heute für Jesus treffen will? Heb mal deine Hand einfach so hoch, dass ich sie sehen kann, bitte. Dankeschön. 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 Vielen Dank. Okay, ihr könnt die Hände gerne wieder runternehmen. Und wir machen es, wie ich es gesagt habe. Ich bete vor und alle beten es laut nach. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube an dich, dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist und heute noch lebst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben und sei du ab heute auch mein Gott und mein Herr. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin und mich nichts mehr von dir trennen kann. Amen. Lass uns mal aufstehen und den Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben über alle Standorte. Hey, vielen Dank, dass du dir eine Predigt aus der Move Church auf unserem Kanal angeschaut hast. Wir hoffen sehr, dass dich diese Botschaft inspiriert und auf deiner geistlichen Reise vorwärts gebracht hat. Falls du keine eigene lebendige Kirche in deiner Nähe hast, dann laden wir dich ein, einfach mal in unserem Online-Campus vorbeizuschauen. Da leben wir Kirche online und wir treffen uns zum Beispiel unter der Woche in Online-Connect-Gruppen. Und wenn du heute eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen hast, dann gratulieren wir dir, wir freuen uns mit dir. Wir würden dir sehr gerne eine Bibel und eine Broschüre zu den ersten Schritten als Christ kostenlos zukommen lassen. Klick doch einfach dafür und auch wenn du mehr über uns als Move Church wissen willst, auf den Link zu unserer Website. Alle aktuellen Predigten findest du in der verlinkten Playlist oder du abonnierst einfach unseren Kanal. Und wenn du mithelfen willst, die Botschaft vom Gott der Liebe und Gnade weiter zu verbreiten, dann kannst du uns gerne über unsere Website finanziell unterstützen. Bis demnächst.